So, Freunde der Sonne, herzlich willkommen in meiner Showküche. Es geht um das von etlichen aus meiner Kontaktliste so geliebte Müsli. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz. Das kann man also als Porridge vorbereiten und warm machen. Oder ich zeige es jetzt hier kalt. Das könnt ihr ja dann machen, wie ihr möchtet. Also, die Zutaten. Wir nehmen etwas Sesam. Der ist nicht geröstet. Wir nehmen etwas, das ist eine dramatisch wichtige Zutat, von Kakao Loves Me aus Berlin. Das ist das Kakaogewürz von denen. Dann nehmen wir schwarzen Backkakao. Also das ist hier die Menge für eine Person. Dann nehmen wir Rosinen. Dann nehmen wir Chiasamen. Dann nehmen wir Nüsse. Ich mag Nüsse. Kann man auch Mandeln nehmen. Dann Cranberries. Dann Kokos. So habe ich das auch noch nie gemacht. Und dann, das sind hier die Vollkornflocken, die gibt es im Moment XXL ganz günstig beim Aldi. Die sind aber hier schon in einer anderen Tonne. Und davon nehmen wir auch einen großzügigen Löffel. So, dann wird es eben gekocht. Oder was ich mache, ist, dass ich das mit heißem Wasser einweiche über Nacht. Das ist die kalte Variante. Oder man kann es, wie gesagt, auch als Porridge machen. Dann lässt man das über Nacht ziehen und das quillt alles schön auf. Dann tue ich da morgens noch ein bisschen Leinöl rein. Und jetzt kommen die zwei wichtigsten Zutaten. Und zwar einen halben griechischen Joghurt und, naja, so ein Schwung von White S oder White Five. Nee, White Five ist auch vom Aldi. Ist so ein Smoothie Meerfrucht-Kokos. Das ist, glaube ich, der Geschmack, den die meisten so lieben an dem Müsli oder wie auch immer man das nennen mag. Das ist also meine Spezialmischung für morgens, die mich so sein lässt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und viel Spaß beim Nachkochen. Und sagt mal, ob es jetzt so schmeckt, wie ihr gedacht habt. Also ich vermute mal, es ist das Gewürz von Kakao Loves Me gewesen oder das hier, was diesen super Geschmack macht. Ich mache dann dazu noch frisch entweder das rein oder das oder was ihr gerade so habt. Also gestern hatten wir die Reste noch vom von der Ente mit Ananas, also keine Ente, sondern das Ananas. Und ja, das war's. Viel Spaß und guten Appetit. Und Äpfelchen gehen auch, ne? Birnen, alles was da so kreucht und fleucht, Trauben. Tee und eine Handvoll Sonnenblumenkerne vergessen.